Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ich bin Benita Glück und mein Kanal heißt allerdings Benita Christine. Warum? Ganz einfach. Benita Glück, der Nachname. Glück hat Umlaute drin, die hier in südamerikanischen Gefilden schwierig gesprochen werden können. Sie sind auch nicht sehr üblich. Ganz wenige Wörter haben diese Umlaute drin. Also heiße ich hier Glück. Das verfremdet ein bisschen und deswegen habe ich mich entschieden, den Nachnamen für meinen Kanal wegzulassen. Ich habe zwei Vornamen, das ist Christine, aber auch hier bin ich mit den Kolumbianern nicht übereingekommen. Sie haben das eh einfach am Schluss nicht akzeptiert, wie das Glück, wie das Ü, und immer wieder bin ich bei ihnen Christine. Also habe ich gedacht, ja, das ist stimmig und dann bleibt es bei Benita Christine. Deswegen der Kanal Benita Christine. Nun, ich bin vor fast 11 Jahren, über 11 Jahren, so 2010, bin ich mit meinem Mann Wolfgang nach Kolumbien ausgewandert. Kolumbien ist natürlich nicht gerade das klassische Auswanderland. Das war es damals nicht, ist es heute nicht. Warum habe ich das gemacht? Ich hatte einfach die Idee, die Vision, dass ich hier am richtigen Fleck bin, dass ich hier meinem Leben nochmal eine neue, interessante und abwechslungsreiche Richtung geben kann, in der ich mich auch verwirklichen kann. Ja, das fing auch damit an, mit der Gründung der Reiseagentur Cafetera Tours. Die haben wir recht zeitig schon gegründet, kaum dass wir hier in Kolumbien ein bisschen Fuß gefasst haben und ja, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass mit dem Aufbau, mit der Weiterentwicklung zur Professionalisierung eine Reiseagentur natürlich sehr viel Arbeit mit sich bringt, da demzufolge auch das Leben wirklich einen total rasanten und irren Lauf genommen hat, mit vielen, vielen schönen Momenten, schönen Dingen. Und jeder Geschäftsmann weiß, was das bedeutet, wenn man selbstständig ist. Das kann man mit einem normalen Alltag eines Angestellten nicht mehr vergleichen. Meine zukünftigen Videos sollen diese Entwicklung einfach mal ein bisschen darlegen, sollen zeigen, wie hat sich hier alles entwickelt, sollen aber auch zeigen, das Leben hier, das Alltagsleben. Es soll eine bunte Mischung werden von Begegnungen mit Menschen, Menschen, die hier sehr besonders sind, die was Besonderes leisten. Es soll auch einen Mix geben, dass ich euch die wunderschöne Natur von Kolumbien präsentieren möchte. Ich möchte sie euch zeigen mit den jeweiligen Geschichten. Es sollen kuriose Dinge dabei sein, es sollen auch ernste Dinge dabei sein und zwischendurch immer mal so ein bisschen ein Rückblick auf diese Jahre, die ich bisher hier verbracht habe. Selbstverständlich könnt ihr Kommentare hinterlassen, darüber würde ich mich freuen. Auch wenn ihr Fragen habt, nach meinen Möglichkeiten beantworte ich sie gern. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch und bis dann. Ciao.